Zu Forschungszwecken habe ich mal so einen Bottleneck aus Holz gekauft. Der besteht aus Birke und Kiefer, also ist ein Materialmix. Und wie der klingt, möchte ich euch jetzt mal zeigen. Zuerst auf der schönen Dobro und danach auf der E-Gitarre. Und im Vergleich dazu dann nochmal mit einem Glasslide gespielt. Also, ihr hört's vielleicht, der hat eine unheimlich kurze Ansprache nur. Der Ton klingt zwar, stirbt dann aber ganz schnell wieder ab. Der ist ganz schnell wieder weg, der Ton. Im Vergleich dazu jetzt mal mit einem Glasslide. Bleibt viel länger stehen, der Ton. Also, eigentlich nur für Spezialeffekte zu gebrauchen und also für Slidespiel, wer es mag und gerne nur kurze Töne haben möchte, für den ist der Holzslide zu gebrauchen. Für mich nicht so gerne. Zack, da ist der Ton weg. Man hört zwar dieses Kratzen noch, aber der Ton stirbt ganz schnell ab. Wollen wir mal hören, wie das Ganze auf einer E-Gitarre klingt. So, nun wollen wir doch mal hören, wie das Ganze auf einer E-Gitarre klingt. Stirbt der Ton ganz schnell rapide ab. Im Vergleich nochmal dazu das Glasslide. Bleibt schön stehen, ich könnte das stundenlang machen. Wunderbar. Nochmal dieses Holz. Ton weg. Also. Wer es mag, kann natürlich auch gerne so ein Holzslide benutzen, aber wie gesagt, die Töne sterben schnell ab und sind dann weg und deshalb für meine Zwecke nicht zu gebrauchen. Aber für den einen oder anderen, der gerne Spezialeffekte macht oder kürzere Töne mag, auf jeden Fall zu empfehlen.